I to the finish, cause I eat me spinach. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ein neues Replay wurde eingesendet. Der Basti hat es eingesendet in seiner Colbert zusammen mit einer Malta und einer Gearing. Die optimale Kombi für die Colbert. Die Malta kann spotten, die Gearing kann ihren Smoke legen. Ach, Teamplay groß geschrieben. So, wir spulen erstmal ein bisschen vor, bis die Action beginnt. Colbert, schönes Schiff. 127 mm. Schön zum Abfarmen der Gegner. Eine Feuerbrunst. Dauert ein bisschen, bis er hier zum Schuss kommt. Wird wahrscheinlich erstmal die Insel hier nehmen. Der Smoke wird ihm wahrscheinlich auch gleich gelegt, dass er losballern kann. Wahrscheinlich erstmal da hinten dran stehen. Und ab hier müsste die Action beginnen. Natürlich jetzt nichts gespottet. Flugzeugträger macht einen Job. Und sie legt los. Paint and Spray. Da geht ja so ein Reaktor los. Ach so. Er hat natürlich gerade nichts gespottet. Da kommt der Flugzeugträger. Der sollte dann das Ganze gleich hier wieder spotten. Legt jetzt seine Jäger und zack, schon ist der Spot wieder da. Licht ins Dunkel gebracht. Ja, noch sehr passiv der Gegner. Oh, Taka hat hier bei dem Bös gefressen. Der Berg schießt nicht mehr zurück, Basti. Gearing, Tops. Izumo, leckeres Abfahrenziel. Der pusht da aber auch rein. Nicht wundern, ich habe Popeye als Stimme eingestellt zurzeit. Ist eine angenehme Stimme. Und brüllt nicht die ganze Zeit rum. Abgefackelt. Alter. Die Sumo wird gerade kotzen des Todes. Ich hätte ins Ziel gewechselt und hätte versucht, die Dyson abzufackeln. Die Dyson ist außerdem von der Panzerung her ein bisschen weicher. Ist halt auch nur Schlachtkreuzer-Niveau, die Dyson. Deswegen hätte ich persönlich auf die Dyson umgewechselt. Oh, er ist offen. Basti, Torpedos. Ach nee, hast ja gar keine. Kleiner Scherz am Rande. Mit C kannst du auch die Geschütztürme wechseln, ne? Die Ansicht. Von der Heckbatterie auf die Frontbatterie. Und wieder. Boah, der wird kotzen, Alter. Der wird kotzen. Hannover macht ihn klar. Dyson noch 10.000. Takahashi 16.000. Damage ist noch da. Brindisi kommt auch wieder rum. Flugzeit der Granaten halt relativ langsam. Oh, furchtloser Raufbold, oder? Geht natürlich mit dem Breit. Takahashi hinter der Insel. Torpedos. Müssten die Dyson-Torpedos sein. Die tun ordentlich weh. Musashi fährt jetzt mit. Jetzt hat Brindisi fast weg. Los, fang an, auf die Brindisi zu schießen. Ja,
Was ist das? Alter, die Colbert ist schon echt. Sashi hat ihn ausgelöscht. Ja, kann man mal machen. Oh, Gearing geht nicht so gut. Der Gearing geht es nicht so gut. Chino. Der Dashi kriegt auch ganz schön. Ja, er schießt AP. Oh, AP tut auch ganz schön weh. Jetzt bekommt er Beschuss. Er dreht aber gut den Arsch weg. Natürlich klemmt sein Bruder jetzt. Und natürlich sein Geschützturm hat auch noch Kräfte. Ja, die Latte. Wow, those torpedoes are at the front. Hey, hey, going full speed. So viele Torpedos hier, Alter. Das ist ein reiner Zickzack. Das ist ein reiner Zickzack. AP funktioniert auch sehr gut. Vor allem noch diese weichen Kreuze. Und Takashi down. Alter, 600 bleiben auf der Kiste stehen. Super gemacht. Einmal Top Massaker weniger. Chino. Sehr lecker. Alles eigentlich immer relativ gut gespottet. Dyson ist entkommen. Der Staubsauger ist entkommen. Aber die Gearing hat ihm nochmal einen Nebel dagelassen. Das ist Teamplay fürs Team geopfert. Gearing top. Das ist alles dauerhaft gespottet. Da ist die Dyson wieder offen. Man kann die runterfahren, Alter. Die ist aber auch sauweich. Und abgefackelt. Zwei Ausfälle, beide Torpedos. Dann die Es ist einfach fast alles dauerhaft auf der Seite von dem Team gespottet. Es ist einfach super Teamplay. Colbert ist safe gegen die gegnerischen Flieger. Der Chino geht nicht zu. Torpedos is following us. 23 Sekunden hast du noch Nebel. Hast rein ausgewichen, Basti. Daumen nach oben. Dafür könnt ihr doch mal abonnieren. Dass der so super ausgewichen ist. Wenigstens mal einen Comment oder einen Daumen nach oben da lassen. Für diesen aus ohne Hydro. Super gemacht, Basti. Ich fackel irgendwas immer noch runter. Ich find's lustig. Ich finde das Drift toll. Let's slow down and have some rest. Basti, was machst du jetzt? Jetzt gucken wir uns den Ozean an oder was? Jetzt müsste ich erstmal. CV guckt, ob da irgendwas ist, aber da ist nichts mehr. Oh, die Heilung hättest du auch aufheben können, Basti. Die Heilung hättest du auch aufheben können. Ah, jetzt passiert erstmal nichts.
Wenn euch solche Videos gefallen, könnt ihr mir natürlich selber Replays einschicken. Das Ganze könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachlesen. Wenn euch das Video außerdem gefallen hat, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Oh, Sanyu Zen raus. Wassereinbruch gestorben von der Malga. CVs sind einfach so broken. Ja. Ah, macht das schon relativ gut. Er hält sich gut im Verborgenen. Da war die Sommers kurz offen. Ah, Yoshino, ja. Hast ein kleines Problem, hä? Oh. Die Hannover 3, Malta 1, Gearing ist schon raus. Ach ja. Oh, 11.000 von der Nakimov, Alter. Das Ding ist einfach so. Mach deine Flak an, du Kappes. Ha. Richtig zugehört. Boah, dieser unwahrscheinliche Flakschaden. Oh oh, war es das jetzt mit unserem Basti? Ah, Wassereinbruch. Ah, Gott sei Dank ausgewichen. Ui. Jetzt kriegst du hier aber ganz schön auf die Schnauze. Der Flugzeugträger, Basti. Gibt's der Ratte. Ein Torpedo hast du gefressen. Wo ich nur darauf wollte. Oder? Ey, erstklassiger Schütze, verwirrt sich da in der normalen Erkennbarkeitsrate. Anzeige der Uhr, Alter. Wo sind wir denn jetzt? Hi, komm mal, 16. Oh, Alter. Der hat, glaube ich, gerade keinen Spaß in seiner Lucky Wolf. Und da kommen die Bomben. Eine 1500. Da würde er aber kotzen. Wo ist hier aber noch hier jede Menge Flugzeugdamage, Basti? Und geheilt wird. Muss wieder über 6000, muss wieder über 11.000 kommen. Abgefackelt. Oh, ist das eine Genugtuung. Wenn die gegnerische Luft pest zerstört wird. Und das war's. Ja, Basti. Hast du Ast reingemacht? Genau 500 Treffer. Ey. Elf Abfackler. Ja, ein bisschen wenig für 500 Treffer, aber es war wahrscheinlich auch viel der Schutz überall an. Dadurch, dass Flugzeugträger, Gearing, alles in der Nähe war. Ja, hast du gut gemacht. Für so ein schweres Schiff in so einer schweren Runde. Echt gut gemacht. Natürlich 4 Kills. Ja. Mein Gott. Wo soll es herkommen? 60.000 auf die Nakimov, 22.000 auf die Sumo, 21.000 auf die Daisen, 28.000 Schaden durch die Brände,
Torpedotreffer 0. Das Ding braucht noch Torpedos. Erlittener Schaden 42.000. Ja, mein Gott. Ein bisschen Schaden erlitten. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Eis. Ciao.